So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an, Burn gegen Burn. Wer hat die meisten roten Karten auf der Hand? Ja, yeah, genau, die nicht Mana machen. Weil auch wenn Länder normalerweise farblos sind, Farben sind sie rot. Also im Sinne von, sie sehen als rote Karte, sie haben eine rote Farbe. Oder sehe ich schon Price of Progress? Ja. Die beste Karte einfach in Mirror. Das ist so schön. Tatsächlich wunderschön an diesem... Ja, müsste, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ja heute der zweite Weihnachtsfeiertag sein. Das heißt, alle Leute können jetzt sich drüber freuen. Oh, Christmas Tree, oh Christmas ja, Tree. Ja, genau, dass der Christmas Tree upburnt. I set mine on fire, ja. Yeah. Yes. Dann kommt ein Mulligan von Burn. Boah, Alter, ey. Ja. Also normalerweise versuche ich ja genau wegen sowas die Mirror-Matches nicht on Kamera zu haben. Aber hin und wieder mal ist es ganz witzig. Also gerade so Burn ist ganz witzig oder skill-intensive Match. Ja, Epox Mirror ist halt auch... Ja, nein. Doch, nein. Also ich hatte Spaß. Ja, richtig. Du. Ich glaube auch unsere beiden Burn-Spieler haben hier nicht den meisten Spaß. Das ist so ein Bump-and-Grind-Match, aber ey. Ja. Das hier auch. Oh, ja, da ist wirklich die Frage, was hältst du für eine Hand? Hältst du eine Hand, die sehr viel, in Anführungszeichen, Removal hat und du planst Long-Term und räumst erstmal vom Gegner ab? Oder gehst du halt voll in die Fresse? Ich glaube, du ignorierst einfach alles, was der Gegner tut und versuchst einfach her dazu zu hauen. Wichtig in diesem Matchup, wie in fast allen Matchups, sind tatsächlich die Kreaturen. Ja. Also gerade sowas wie der Swift Spear, der halt hinten auch mal eine 4 haben kann, ist sehr, sehr gut. Eidolon ist so ein zweispaltiges Schwert, weil es kann halt sein, dass er dich selber reinrotzt. Ja, und der Goblin. Ja, der Goblin ist halt ganz nett, aber der bleibt halt 2-2. Ne? Wichtig, wenn hier einer von beiden mit der Fetchland-Version spielt und dann mit dem Grim Lavamancer spielt, der ist natürlich richtig strong, weil er halt alle Kreaturen abräumt für ein rotes Schwert. Stimmt, Zweig. Ja. Das ist ziemlich gut. Da kommt der Goblin Guide in Old Border Foil. Also das ist auf jeden Fall der teuerste Burn von den beiden. Das ist auf jeden Fall ein sehr teures Burn. Okay, da hat man den Mulligan schon wieder rausgeholt. Ist der Mulligan raus, sehr, sehr gut. Starten beide mit sich. Noch ein Land wollte man jetzt nicht. Da sehen wir einen Swift Spear. Das ist, glaube ich, die bessere Kreatur. Würde ich auch sagen. Es ist halt die Frage, ob man jetzt einfach den Goblin abräumt und nächste Runde Swift Spear mit Spell raushaut. Ja, ich glaube, dafür wäre ich gegangen. Es ist aber auch okay, hier tatsächlich einfach Pressure zu machen und zuzuhauen. Und ich habe, glaube ich, auch beim Philipp gerade einen Price of Progress gesehen, was auch sehr uncool ist. Ja, okay, da kannst du halt höchstens für die Pros-Trigger. Ja, stimmt. Ja, 18 zu 19. Surprise. It's starting slow, tatsächlich. Mhm. Das ist jetzt die Frage, was machst du, ne? Ja, wahrscheinlich, wie ich Philipp kenne, Swift. Ah, nee. Riftbolt. Okay. Riftbolt Suspend. Und? Chain Lightning ist es, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es Chain Lightning, aber. Jo. Chain Lightning, hau für 2, Trigger Goblin. Jawohl. Oh, so viele Länder. Also, ja, schön, dass man die über die Goblin. Ich wollte gerade sagen, wenigstens ziehst du die außer über den Natural Draw. Das heißt, du hast die Chance, Pulver zu ziehen. Also auf jeden Fall auch ein und hier Fall. Viele Länder zu ziehen ist vielleicht gar nicht so bad für den Opfer 2 Mountain. Dann kannst du for free casten. Das stimmt, stimmt. Interessant ist hier, ich glaube, keiner von beiden Spielern ist auf der Fetchland-Version, weil ich habe gerade das Exit Firecraft gesehen, das spielen die Fetchland-Versionen sehr selten tatsächlich. Mhm. Und von Singer weiß ich, dass sie nicht mit der Fetchland-Version spielt. Ja, ist halt Budget, ne? Menge. Ding, ja. Budget nicht unbedingt. Das ist tatsächlich auch in manchen Meten einfach stabiler. Tatsächlich. Das stimmt. Also gerade diese paar Damage reindrücken gegen Delver kann einen Unterschied machen, ob du gewinnst oder verlierst tatsächlich. Und auch dieses ganze Geniedle und ähnliches, das aktuell rumfliegt durch Ursas Saga, da kann ich schon sehen, dass man ohne Fetchländer aktuell tatsächlich besser fährt. Ja. Da geht ein Upstairs für 3. Okay. Riftbolt Suspend. Sehr schön. Aber doch, Landdrop wurde gemacht.
Ja, ja, die sind der Goblin bleibt immer noch im Spiel. Das ist halt ärgerlich. Sowas ist halt immer ärgerlich aus dem Grund heraus, dass man mit dem Goblin halt jetzt schon für einen Mana 6 Damage dann gemacht hat. Ja, der ist ein richtig guter Lightning Bolt jetzt. Genau, und das ist halt das Geheimnis meiner Meinung nach von Burn, was viele Leute nicht verstehen. Die Spells sind irrelevant. Also die Spells sind ganz nett, mal 3 Schaden. Ja, die Kreaturen machen die Pressure. Genau, die Kreaturen machen den noch mehr so Spells. Noch ein. Nee. Lava-Spike 3 ins Gesicht. Auch hier Old Baller voll. Das Deck ist so teuer. Das Deck ist richtig teuer. Alleine seine Judge Reward sind halt unendlich teuer. Ja, dann wurde noch ein Mountain aufgedeckt. Cool. Ja. Wir wollen One Lander gehalten hat auf jeden Fall. Ja, ist aber mittlerweile echt. Nicht so cool, jetzt aber hier muss schon man. Riftbolt wurde vergessen. Ja, Riftbolt wurde vergessen. Wird wahrscheinlich einfach wird aber nachgeholt. Ne, wird nachgeholt. Oder er bleibt im Exile. Er geht nicht in den Friedhof. Nur in den Friedhof gelegen funktioniert nicht. Entweder geht er halt die 3 Schaden oder er. Also er wurde auf jeden Fall nicht nachgeholt. Das heißt, er ist eigentlich im Exile. Ja. Taugt nur für Exquisite Firecraft, ne? Ja. Oh, okay. Rolling Vortex. Aber in der Situation den Vortex zu spielen? Ja, tut halt dir selber auch jede Runde weh und setzt dich halt jetzt unter Pressure. Eine 5-Turn-Glock, wenn der Gegner noch 16 Leben hat. Das ist korrekt, man hat noch einen Damage gekriegt. Das ist halt nicht so cool. Das war da ist ein Fetchland. Tatsächlich ist Philipp auf dem Fetchland-Plan. Krass. 14... Er hat explizit Firecraft in der Hand, macht 4 Damage. Ja. Turn Pass, 1 Damage durch Roiling. Ja, dann war's das. Yes! Das ist echt nicht gut gelaufen für ihn. Shred. Nee. Aber gut, was will man machen? Ich glaube, Burn Mirror ist auch so ein bisschen, wer anfängt und nicht 15 Länder zieht. Ist ja, plus ein Mulligan war halt auch schon irgendwie schlecht on the play. Und dann geht das mit Prince of Progress raus. Ja, du kannst halt Burn aus dem Sideboard reinschmeißen. Ne? Ja, da hast du Grim Lava Mancer. Grim Lava Mancer, man hat hier Searing Blaze oder Searing Blood. Karakas brauchst du nicht. Nö, Karakas brauchst du nicht. Bloodmoons sind auch ziemlicher Quatsch. Also im Endeffekt hast du nur Searing Blood und Searing Blaze, glaube ich, im Sideboard, was irgendwie Relevanz zeigt. Boah, wenn du ganz tricky bist, dann nimmst du die Pyroblast rein, einfach für Pros Trigger. Ist auf jeden Fall besser als der 2-Mana nur für Pros Trigger Spell. Das ist cool. Ja. Ja, da. Nicht, dass der Gegner auf einmal Painter's Servant reinboardet. Richtig, da ist ein Mountain, ein Non-Basic und ein Mulligan. Okay. Schon wieder eine Mulligan-Decision. Ja. Eidolon. Goblin. Ja, Goblin Guy von der anderen Seite. Diesmal spielt so rum. Und ist es irgendwas, auch ein Goblin. Irgendwas mit rotem Text. Ich glaub, nee, es ist eine 2-2er. Eidolon. Müsste ein Eidolon sein, ja. Ja, jo. Ist ein Eidolon. Jetzt natürlich die Frage, ob Philipp hier einen Removal-Spell hat, weil wenn ja, dann dreht sich das jetzt gleich, wenn Sina nicht mit noch einer Kreatur followt. Selbst wenn, es gibt ja keine Kreatur, wenn, dann müsstest du mit dem Eidolon traden. Also, nee, es geht ja jetzt darum hinzugehen und wenn jetzt ein Bolt auf den kommt, okay, das ist wirklich eine komplett andere rumme Seite. Interessant. Gut. 18 zu 19. Ja, dann ist natürlich Land, könnte man jetzt Eidolon spielen? Weiß ich nicht, ob man das will. Okay, ja, man will es. Ja, okay, du kannst halt mit dem Goblin Guide jetzt einfach reinrennen, ne? Der Gegner deckt einen Chain Lightning. Oh, das ist natürlich schlecht. Vor allem, wenn es jetzt Chain Lightning into Bolt, also Chain Lightning ist Eidolon Bolt, die andere Kreatur 3 ins Gesicht, dann ist man im Tempo schon ziemlich weit hinten. Auch wenn man mit den Handkarten, glaube ich, dann immer noch bei beiden 3 zu 2 ist oder so. Mhm. Das ist schon sehr, sehr interessant. Judge Reward. Fetchlander, sehe ich gerade. Mhm. Nicht Old Border. Ich weiß nicht, was teurer ist. Old Border voll. Glaub mir, mit weitem Abstand Old Border voll. Mhm. Ja, da kommt auch ein Eidolon. Ja, 13. Okay. Also okay, jeder Spell kostet jetzt 6 Schaden.
Ja. Vier Schaden. Das tut wow. Das ist halt die Frage, ob man das Eidolon nur gelegt hat, um den Goblin zu baiten. Ja, man kann halt jetzt mit einem Block machen. Das ist auf jeden Fall ein Riftbeutel. Und ein Sunbaked Canyons. Sehr cool als One-Off. Ja, jetzt könnte man natürlich, das Eidolon triggert bei 3 oder weniger, ne? Yes, das heißt, man kann einfach zwei Mordsopfern 4 Schaden schießen noch. Oh. Ist die Frage, ob man das hier möchte, ich denke nicht. Nee. 13 Leben ist halt auch nicht viel. Nee, der Gegner hat halt auch nicht mehr so viel Leben. Und man selber hat noch 19. Do the math, ne? Ja, ich glaube, hier kann man einfach über rechts drehen. Ich würde ja auch, glaube ich, erstmal hauen. Ja, und gucken, was passiert. Genau, ne? Also der Gegner muss ja irgendwie reagieren. Und da passiert ein Rolling Vortex. Du gehst mit 4, du gehst auf 15. Das bringt dich schon mal in eine bessere Position wie eben. Ja, aber da hätte ich, wie gesagt, hätte ich erst sogar und alleine nur, weil man den Riftball auf der Hand hat, den man vielleicht könnte danach for free casten, ohne die 4 Damage zu bekommen und ähnliches. Wer Eidolon tradet Eidolon, kriegt man 2 Schaden. Auch hier hätte man dann jetzt erst den Rolling gespielt und hätte keine 4 Damage bekommen. Wäre immer noch auf 19 Leben. Mhm. Also erst hauen, dann bauen ist da war das Sequencing ein bisschen schlecht. Ja. Gut, da ist Fetch. Fetch dann tun halt hier auch weh. Boah, ist halt jetzt schon 2 Damage, die er sich reingedrückt hat. Mhm. Im Mirror echt unangenehm. Das schon war. Okay, der Sunbaked Canyon, wegen der natürlich irgendwann mal als Mana Source dienen muss, tut der auch weh. Ja, das ist korrekt, da tut er auch einen Damage schießen. Und da ist natürlich die Frage, was einem wichtiger ist. Ressourcen oder Leben? Mhm. Okay, jetzt geht der Upkeep noch auf 9 runter. Ja. Boah, das könnte jetzt echt noch knapp werden. Ich glaube, den Trigger vom Ding hat man vergessen. Ich glaube, das jetzt... Man hat das Land ja gespielt und hat dann gefetcht. Ach so. Der Trigger wurde vergessen. Schade. Gucken, ob es relevant ist. Es hat die ganze Hand voll mit Spells und bei Sina sind es halt noch 2 Kantkarten, wenn ich es richtig sehe. Ja, ist die Frage, ob die 15 Leben gebaitet kriegst, aber die hat keinen Blocker liegen. Das ist das größere Problem. Ja, erstens das und zweitens, wie gesagt, sie hat ja 4 Leben mehr, theoretisch. Da ist noch ein Goblin Guide. Sehr stark. Nicht Goblin Guide, nicht stark. Chain Lightning. Oh, ins Gesicht. Interessant. Ja, ist halt die Frage, wenn man jetzt... Wenn jetzt ein Affe auf der Hand wäre, sie mit Spell. Ja, ja, ja. Hab ich auch gerade schon gesagt. Nee, weil wenn du jetzt 3 Spells chainst... Oh, yo, ich sehe es gerade. Ja, dann wird das schon eng mit den Leben, ne? Ja. Hier geht man dann runter auf 9. Hat einen 3-3er liegen. Wenn jetzt nochmal 3 kommen, 6, dann gibt man noch 2 Leben, glaube ich. Es sei denn natürlich, man geht hier jetzt hin und hat noch einen Ding. Also das könnte jetzt sehr, sehr schnell over sein. Wie krass, einfach wie schnell diese Differenz dann einfach mal überwunden ist. Ja, das ist schon du kannst halt als Burn-Spieler im Mirror-Match dagegen halt auch gar nichts machen. Nee, du sitzt da und guckst, wer burnt harder. Und wir hatten halt eine Kreatur auf dem Feld. Könntest du im Sideboard einfach mal zwei Chalice spielen? Ja, um dich selber zu bumsen. Den Gegner einmal aber auch. Das ist die Frage, was man jetzt hier macht. Ob man jetzt Goblin Guide... Ich würde hier wahrscheinlich den Goblin Guide spielen. Auch wenn der Spell wahrscheinlich mehr Schaden macht. Ja, aber über die Zeit... Ja, vor allem, wenn man jetzt halt nicht töten kann, kann man dem halt blocken. Also theoretisch kann man... 5. Ja gut, wenn jetzt ein Fire Blast kommt, ist over. Ja, stimmt. Aber da ist ja auch noch ein Mana-Haufen. Da ist noch ein Mana-Haufen, nur mit dem geht durch. Auf 6. Da ist ein Feuerblast in der Hand. Aber der wird nicht gezündet. Interessant. Das könnte jetzt nochmal gefährlich werden. Da geht man ja auf 5. Man merke, Philipp wäre eigentlich bei 9. Ja, und ich glaube... Das Chain Lightning den Affen. Affen? Goblin. Goblin. Entschuldigung. Chain Lightning den Hauf. Ne, ich glaube, man darf hier nicht hauen. Hätte eben den Chain Lightning suspenden müssen. Ja, für den einen Damage, aber dann wäre man tot gewesen. Ohne es zu wissen. Ja, stimmt.
Okay, Gesicht. Der wird suspended. 7. Okay, man hat jetzt halt noch den in der Hand. Das könnte richtig knapp werden. Man könnte hier mit dem Suspend-Trigger auf dem Stack verlieren. Boah. Oder auch nicht. Also das könnte jetzt richtig knapp werden. Das wird super interessant. Da ist auf jeden Fall noch ein Flame Blast in der Hand. Also ein Fire Blast? Fire Blast, ja. Okay, gut. Jetzt natürlich jetzt zwei Kreaturen. Das ist dann over, es sei denn, es ist ein Bolt in der Hand. Wir wissen, das ist kein Bolt in der Hand. Oh, Price of Progress wurde drin gelassen. Ja, man wäre jetzt hier auf 5. 6. Wieso hat der Price of Progress macht aber jetzt sogar 2 Schaden. Genau. Ja, sind da oder da, sind 2. Genau, ja. Das ist over. Das, 2-0 für Philipp. Sehr interessantes Matchup. Und Burn gegen Burn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.